Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stray. Genau. Ich bin Mr. Cutterfield. Let's play in this Katzenkaninchen. Und wir sind da runtergefallen beim letzten Mal. Da oben. Tja, von da oben sind wir runtergefallen. Glücklicherweise haben wir uns nur offensichtlich ein bisschen den Fuß gestaucht. Ein kleines Schläfchen. Und uns ging es wieder gut. Aber wir haben gesehen, dass die Tür dort hinten aufgegangen ist. Also, da hinten aufgegangen ist. Und irgendwelche Riesenschaben da verschwunden sind. Offensichtlich spielten... Oh Gott. Wie war das mit kein Horrorspiel? Offensichtlich spielt das hier in der Fallout-Welt und Riesenkakerlaken sind hier. Das hier ist eine Müllhalde. Da ist hier ordentlich viel Müll und Fässer. Ich meine, das sind ja auch normale Sachen. Ne? Da sind ein Reifen und ein Fahrrad liegt da hinten. Eine Waschmaschine. Und hier sind wieder... aktivierte Schalter, das da hinten, warte, nee, das da, ein Einkaufswagen mit einem Schaufensterpuppentorso. Warum bist du hier? Um zu zeigen, dass hier offensichtlich Menschen waren, sind, sein werden. Oh, Physik! Woo. Okay. Wir schleichen uns mal im Schatten. Dorthin. Da geht's auf jeden Fall weiter. Wir gucken uns natürlich aber erst einmal um, was es noch so gibt. Komme ich hier hoch? Ne, hier sind offensichtlich Alpha-Wände. Ich frage mich, ob ich irgendwann noch... Also, ich habe ja beim letzten Mal gefragt, warum das Spiel speichert. Jetzt sehe ich es, wenn das Gegner sind? Fragezeichen. Kann ich auch mal hier dran gucken, was das... was die hier geschabt haben? Nee, ne? Warum soll ich denn... Warum ist das übrigens aufgegangen? Da hinten sind sie. Oder? Ja, da zucken sie. Seht ihr das? Da hinten bei dem Müllbeutel. Wie nah man in diese Katze reinzoomen kann. Nee, warte. Nee, warte. Nee, warte. Da. Da hinten sind sie. Die umgehen wir mal. Geschickt. Es sieht aus wie Schaben, dementsprechend. Ja, warum speicherst du schon wieder? Totenstadt. Es gibt ja bei... Ich glaube, das war... Oh, war das Saudi-Arabien? Oder... Ich glaube, es war Saudi-Arabien. Die entwickeln gerade das Projekt The Line, heißt das? Ein riesiges Stadtprojekt, was in einem nur 200 Meter breit und Kilometer lang ist und dann in mehreren Ebenen die Häuser und Wohngebiete übereinander gestapelt sind, damit das effizient der Raum genutzt wird und man da die klimatischen Bedingungen regulieren kann. Ja, 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 ja. Das hier sieht so ein bisschen danach aus. Es ist so, nach da oben geht's weit nach oben und hier unten ist dann offensichtlich der Abschaum der Gesellschaft. Kann ich hier mich nach da oben retten, um einen Überblick zu haben? Da geht's hoch, würde ich persönlich schätzen. Lass mal gucken, ob ich hier hoch kann. Wenn ich nach da... Auf das Schild komme ich nicht, aber ich könnte da hoch über diese... Hier komme ich auch nicht, okay. Warte mal, Schilder. Oh, Fahrrad. Das sind Telefonnummern mit irgendeiner nicht verständlichen Sprache? Jetzt könnte man natürlich, wir haben ja eben gerade gehabt von wegen, ne, der äußere Wall, die Totenstadt, und da waren Symbole. Garantiert kann man, sind das einfach nur, würde ich jetzt mal einfach postulieren, aber ich würde sagen, dass das garantiert einfach nur eine, dazu sage ich gleich was, eine 1:1 Buchstabenübersetzung ist. Das heißt, man kann diese Sprache identifizieren und damit zum Beispiel auch solche Texte hier übersetzen, würde ich jetzt mal sagen. Aber das da sieht natürlich interessant aus. Pandemic Protocol. Do not try to exit the city. Stay home. Avoid any contact with other residents. Violating the rules of containment will result in heavy prison sentences. Oh. Wall City 99. Ja.
Das ist hier überall. Wollen wir mal ganz kurz darüber diskutieren, dass das offensichtlich nicht funktioniert hat? Oh, jetzt würde ich schon gerne diese Schrift versuchen zu analysieren und zu gucken, was hier steht. Ah. Da werden Leute gesucht, offensichtlich. Oh, das reizt mich ja jetzt schon. Ich meine, klar, als Katze werde ich das nicht können, aber mich als Kaninchen reizt das jetzt schon. Hey! Okay, offensichtlich ist das irgendetwas, was mit jetzt interagieren kann. Hier hängen aber ja Klamotten rum. Oh Gott, hier möchtest du nicht wohnen. Auch interessant, dass die Klimaanlagen dann noch funktionieren. Hier überall funktionieren die Klimaanlagen noch. Zur Not kann ich mich da wieder hochretten. Ich würde sagen, dass Schaben nicht klettern kann. Was war das? Jetzt gepiept. Sag mal, wer piept wohl? Randale! Oh, was? Da sind wieder Schaben, okay. Die piepen da wohl so rum. Da komme ich nicht. Lauf! Ist das ein Hinweis an uns? Ich kann das Katze nicht lesen. Guck mal, die laufen von mir weg. Oh, ha, ha, ha. Oh. Werbung für einen schönen Strand mit Glitches. Warte. War das der erste Roboter, den wir jetzt sehen? Du bist ein Roboter. Hey. 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 Hey du. Hey du. Passt zu der Theorie, die ich hatte, dass hier offensichtlich Roboter sind, weil Human Personal Only. Okay. Komme ich noch höher? Nein. Nein, okay. Na gut. Da komme ich aber höher. Auch interessant, dass da die... Das sind diese Nadeln gegen Tauben, würde ich jetzt mal sagen. Nein, da komme ich nicht hoch. Ja, ne? Nicht das Gefühl, dass hier irgendein Ort wäre, dass das ein Ort ist, wo Tauben unterwegs sind. Kann ich darüber? Hihihi. Ich komme nicht darüber. Komm ich hier hoch? Warte mal. Nee, ich komme nicht da hoch auf die Ventilationsteile, was auch immer das sind. Zu dir, Kamera, komme ich auch nicht hoch, ne? Nee. Kann bestimmt nicht da hoch. Nein. Okay. Wer beobachtet uns da? Oh. Hier. Bad. Oh, hier ist noch so ein Roboter. Hey du. Hey du. Ist das Zufall, dass da jetzt gerade... Schnell. Oh mein Gott. Ist das Zufall, dass da jetzt einfach diese Lichter angegangen sind? Komme ich da hinten noch irgendwo hin? Würde ich sagen, nichts. So ein Café, Sternenhimmel,
Und ganz viel, so viel Müll. Oh mein Gott, so viel, wie süß. Ist das viel Müll? Na gut. Was wenn da? Hüpf. Und dann auf dahin, wo es Hilfe gibt. Follow me? Ist bestimmt nur ein Zufall. Ich glaube, das passiert ja auch immer, ne? Kamera nickt schon wieder. Das ist bestimmt alles nur Zufall. Das sind technische Störungen, die einfach mit der Zeit kommen, wenn solche Strukturen lange nicht benutzt und gewartet werden. Dann gehen halt Sachen kaputt und dann passieren auch mal solche Glitches. Deswegen, das ist alles reiner Zufall. Okay. Ich habe Eimer. Ich bin im Besitz eines Eimers und ich werde ihn benutzen. Nee, ich wollte da hoch. Ich wette, ich kann da noch höher, genau. Was passiert, wenn ich ihn da reinfallen lasse? Genauso funktioniert Physik. Ich möchte noch einen. Nee, ich möchte einen Eimer. Nee, ich hab Physik überwinden. Kann ich den da auch durchwerfen? Hui. Man weiß nie, wann man mal so einen Eimer braucht. Nicht wahr, Kätzchen? Genau. Sehe ich genauso. Sehe ich ganz genauso. Man kann nie genügend Eimer dabei haben. Paint? Okay, typisch Katze. Oh mein Gott. Dinge umwerfen. Dinge irgendwo runterstoßen. Das ist ein... Sorry, das ist ein Achievement, wenn ich alles runterwerfe. Nieder mit dir. Nieder mit dir. Nieder. Nieder. Und nieder mit dir. Genau. Genauso gehört sich das. Alles, was am Rand ist, muss runtergeworfen werden. Nehmen wir unseren kleinen Eimer wieder mit. Und dann... Ich kann nach da drüben, dann komme ich aber nicht mehr zurück. Da komme ich nirgendwo hin. Da würde ich zwar hochkommen. Okay, offensichtlich komme ich hier nicht weiter dann. Ja, ne? Oh, das ist eine Wohnung. Lass mich mal reingucken kurz in die Wohnung. Ist da unten jemand? Follow me. Da bin ich hier beim weißen Kaninchen gelandet. Wortwitze. Oh, hat's gepiept. Warte mal. Ui. Ey, ich sagte, ui. Ach, das war sogar gewollt. Ich dachte, ich mache hier irgendwas Tolles. Und dabei mache ich das, was ich soll. Oh, wie ein schönes Zimmer.
Da ist ein Pfeil. Pfeil ignorieren wir den 11. Oktober. Riesiger Fernseher. Aber das ist ein alter Fernseher. Das ist ein Röhrenmonitor. Das ist eine Röhre. Und es ist... halb... ist das die echte Zeit? Halb vier gerade? Warte mal. Nein. Es ist nicht die echte Zeit. Was steht da? Also, da steht 1, 2, 3 mit einem Pfeil. Ah, das sind... garantiert ist das eine Rätselslösung, wenn ich diese Sprache identifizieren könnte. Und da ist auf jeden Fall irgendjemand mit einem Fluchtweg mit die ganze Zeit erstmal nach links und dann nach rechts. Okay. Ich habe mir den Fluchtweg natürlich auswendig gemerkt. Das sind die Schaben, die hier rumlaufen. Weepy! Mal alles umwerfen hier. Ich bin umwerfend. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Cat. Mickey Cat. Tanz, 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 tanz. I. Kann ich damit interagieren? Kann ich. Schleck. Oh, das ist natürlich gemein. Ich sehe nicht, solange ich die... den Eimer in der Hand habe. Sehe ich nicht, was ich... dann darf ich den Eimer nicht mehr mitnehmen, weil ich sonst nicht sehe, dass ich hier Dinge... typisch. Nieder mit dem typisch. Nieder mit ihm. Okay. Nieder mit diesem typisch. Typisch, sie müssen sterben. Ja, nieder mit dem typisch. Okay. Das sehe ich dann natürlich nicht. Deswegen, ich darf offensichtlich meinen... Eimer nicht mitnehmen. Und sehe ich hier nicht, dass ich Dinge umwerfen und kratzen und so kann. Das ist wichtig. Diese Katze, es ist wichtig, Dinge kaputt zu machen. Oh, ich kann in das Bett. Kann ich hier auch interagieren? Oh, was ein schöner Park. Ui. Okay, dann lassen wir unseren Eimer erstmal da stehen. Ah, den nehme ich mal. Ich nehme ihn mit. Wer weiß, wenn man ihn brauchen kann. Okay. So. Das wollte ich mir einfach gesagt haben. Hier sind ganz viele Eimer, aber die kann ich nicht benutzen. Immer dieses... dieser kleine Sticker von der Frau. Warum? Warum war hier gerade... warum war hier gerade... das ist doch ein... das war doch von wegen... hier ist kommt ein kleines Video. Na gut. Ich kann da theoretisch rein. Dann nehmen wir mal ein Eimerchen. Und dann... hüpf. Abwärts. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das süß. Ist das knuffig. Ja, ne? Oh. Hallo. Kann ich mit dir interagieren? Kann ich dich kaputt kratzen? Nein. Einmal, komm mit. Bleib mal hier. Wir gucken uns ein bisschen um. Ich gucke mich hier ein bisschen um. Und einmal hält Wache. Oh, ich kann da... kann ich da rein? Wir definieren das als... ja, ich kann da rein. Wieso leuchten die rot? Einmal. Doch. Du musst mich beschützen. Danke, Eimer, dass du mich beschützt. Pass mal hier auf. Kann ich da hoch? Nett. Komm mit, Eimer. Weiter geht's. Schicker Smiley. Ich hoffe, der deutet darauf hin, dass jetzt alles gut wird. Dass alles glücklich und... happy wird. Ist das nicht so leuchtend? Wieso ist denn der Himmel so hell plötzlich? Der war vorhin aber sehr dunkel.
Tja, ich würde sagen, was wir, der Roboter liebt. Und dem helfen wir, glaube ich, beim nächsten Mal. Oder töten ihn. Eins von beiden. Wir werden gucken. Helfen oder töten. Ist ja im Prinzip jetzt auch nicht so unterschiedlich, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Katzenkaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.